Für die Ausstellung werden übrigens auch Führungen angeboten. Sie ist noch bis Jahresende geöffnet. Jüdische und nichtjüdische Jugendliche in Österreich zusammenbringen, um im Nahostkonflikt einen friedlichen Akzent setzen zu können. Das war die Idee des Wiener Ehepaars Evelyn und Ronny Böhmer-Laufer. Auf das geplante sogenannte Peace Camp würden nur Zionisten und Terroristen kommen. Das wurde den Friedensaktivisten vorgeworfen. Heuer fand das Peace Camp bereits zum 16. Mal statt. Hunderte Jugendliche lernten im Laufe von 10 gemeinsamen Tagen den friedlichen Umgang miteinander. Ein Bericht von Sabina Zwitter. Fernab von Ballermann und anderen Sommerpartys, in Österreichs Bergen in Lackenhof am Ötscher, treffen sich heuer zum 16. Mal israelische, palästinensische, ungarische und österreichische Jugendliche, um auf einem 10-tägigen Feriencamp einen friedvollen Umgang miteinander zu lernen. In die Welt gerufen haben das Peace Camp Evelyn und Ronny Böhmer-Laufer. Das jüdische Wiener Ehepaar wollte sich mit dem weltweit oftmals kriegerischen Status quo nicht länger abfinden. Das Peace Camp gibt es deshalb, weil ich ein Sturkopf bin, weil ich nicht bereit bin, mich damit abzufinden, dass die Welt sich selbst zerstört durch Feindseligkeit, durch Rassismen, durch Anstiftung zu Gewalt, durch das Aufstacheln von Menschen und Menschengruppen gegeneinander. Das will ich nicht akzeptieren. Evelyn Böhmer-Laufer wollte nicht mehr darauf warten, dass sich wie durch ein Wunder die Politik dieser Welt verändert. Dass Friedensarbeit auch viel Widerstand hervorruft, wurde ab Stunde 1 der Initiative Peace Camp klar. Die Einladungspolitik sorgte für Aufregung. In den ersten Jahren, weil ihr mich gefragt habt, woher nehmen wir das Geld? Und ich sage, ich gehe mit meinem Hut, ich bitte alle um Spenden, meine Freunde, meine Bekannten. Haben die einen mir gesagt, was, wir sollen ein Projekt unterstützen, wo lauter Zionisten kommen. Die anderen haben gesagt, was, wir sollen ein Projekt unterstützen, wo lauter Terroristen kommen. Also wir waren von beiden Seiten, von beiden Communities oder von rechts wie von links den Menschen suspekt. Mittlerweile, jetzt eben nach 16 Jahren, glaube ich, hat sich's ein bisschen verändert und wir genießen ein bisschen besseres Renommee. Ja, Respekt. Oder Respekt, oder man nimmt uns wenigstens zur Kenntnis. Ziel des Peace Camps ist es, dass junge Menschen solidarische Wege einschlagen. An der Schwelle zum Erwachsenwerden will man ihnen Werkzeuge in die Hand geben, die es ihnen ermöglichen, trotz Konflikten friedvoll miteinander zu kommunizieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus politischen Krisenregionen sind durch ihre Umwelt und ihre Eltern geprägt. I came here to get out of my comfort zone and to make new friends with people from other cultures. My expectation is to get to know new people, I guess. Ich komme aus Ungarn, Budapest. Jugendliche der israelischen Delegation sehen das Peace Camp als Möglichkeit, zum ersten Mal palästinensische Jugendliche kennenzulernen. We don't really have connection with other people that aren't Jewish Israelis, because we don't live together. That's why we don't really get to conflicts, at least me personally. But it's do nice talking about the big conflicts in our country that do exist. We live near Haifa, which is a city mixed with Christian, Palestinians, Muslims, Jewish people. We have everything there, and we live in peace. אנחנו רוצים שלום. Das Peace Camp will für den Nahostkonflikt im Kleinen neue Lösungsansätze finden und setzt dabei auf Zuhören. Jeder soll seine leidvollen Erfahrungen und die daraus erwachsenen Einstellungen formulieren und mit den anderen Teilnehmern diskutieren. Dabei wird nicht mit Kritik an der Politik der Nationalstaaten gespart. I think they give us like some bears because we are Arab in Israel and they are really racism with us. But no, we can learn. We live like, you know, we have the really, I don't know what basics we need in life. No, we have them.
I came to the peace camp because I want to know about new cultures and have great experience and to know many point of views about peace and how they want to see peace in the world because we are teenagers and we the future. We have to treat them like not just like Jewish, like friends, like a part of the humans. Like they are just like us. So we have to think about them in a good way, like not just in enemies in this time. I came here to make memories with other people, like Jewish and Hungarian and Austrian as well. And we are just friends together and we are talking about a lot of things that make us as we are. Ich finde, hier am Peace Camp läuft alles ohne Grenzen. Békét szeretnék. Geleitet wird das Peace Camp von je einem Delegationsbetreuer der teilnehmenden Gruppen und von Kommunikationstrainern. Das Zuhören und das Ablegen der Opferrolle werden hier großgeschrieben. Bei nationalen Konflikten, die daran beteiligten nationalen Gruppen, die sind beide Opfer von tragischen, verheerenden politischen, historischen Prozessen. Und wenn die jetzt das verstehen, dass die beide Opfer sind, könnten sie sich zusammenschließen, um aus dieser Opferrolle rauszufinden, anstatt diese Spaltung aufrechtzuerhalten. Du Täter, ich Opfer, du Feind, ich auch Feind. Die Koordinatorin der palästinensischen Delegation arbeitet nicht nur mit den palästinensischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Peace Camps daran, Schwarz-Weiß-Malerei zu hinterfragen. In diesem Prozess ist entscheidend, dass das erfahrene Leid der Jugendlichen und ihre Herkunftskultur benannt und gewürdigt werden. It's not easy to be in the victim side. First of all, you should say, I'm not a victim. Okay, there were situations in which happened, I lost my land, I lost my country, I was a refugee, but you have to stand still and go back to what you think you are, who you are, what can you do for yourself, for your community and for the world in order to move on. Das Konzept vom Peace Camp ist, dass Friede bei einem selbst beginnt. Die Jugendlichen sollen sich selbst kennen und lieben lernen, damit sie andere akzeptieren und verstehen können. Das vermitteln auch die Spiele von Lukas und Envy. Ich mache immer Bewegung und Tanz mit denen und versuche sie halt dazu zu bringen, sich anders zu bewegen, als es für sie angenehm oder gemütlich ist. Also so aus dem eigenen Bewegungsmuster rauszukommen, weil ich sehr daran glaube, dass Bewegungsmuster, die wir im Körper haben, auch Bewegungsmuster sind, die wir im Kopf haben. Dass man halt immer in den gleichen Bahnen denkt und sich andere Sachen nicht vorstellen kann. Das Instrument, das verändert sich ständig und jedes Jahr. Also eben der Grundgedanke ist für mich ganz oft, sie ein bisschen zu ärgern und ihnen ein bisschen das Gefühl zu geben, okay, wir müssen da jetzt irgendwie als Gruppe durch. Da darf man sich, glaube ich, auch nicht davor fürchten, sich ein bisschen unbeliebt zu machen von Zeit zu Zeit. Und ansonsten ist, glaube ich, das Nächstwichtige, eben, dass sich nicht blöd vorkommen. Also die ersten paar Tage arbeiten wir vor allem auf alle Arten, die uns irgendwie einfallen, daran, dass jetzt so Scham abgebaut wird, Coolness irgendwie ein bisschen aufgebrochen wird, sondern dass man einfach mal man selber ist, eben damit die Sachen so rauskommen können. Am Ende ist es Individuum und Gesellschaft. Und in diesem Individuum und Gesellschaft-Ding, aus dem heraus resultieren ja Konflikte, persönliche Konflikte, Konflikte zwischen Individuen und natürlich letzten Endes Konflikte zwischen Gesellschaften. Yes! Yes! Nice! One, two, three, four! Die Begleiterin der ungarischen Gruppe war vor Jahren selbst Teilnehmerin des Peace Camps. 10 Tage, die große Wirkung zeigten. We were 14 years old back then, but it was a mind opener, like sharing your experiences with kids from the other side of the world, getting to know new perspectives. It was amazing. It affected me on different levels, like
on an individual level and then on a group level, then on a higher level. Gerade in der Pubertät sei die Frage der Identität sehr zentral. Das Peace Camp helfe den Jugendlichen, sich selbst zu definieren und zu erkennen, dass friedvolle Reaktionen auf Konflikte eine große persönliche Herausforderung sind. Eine Fähigkeit, die man üben müsse wie ein Instrument. It's an opportunity for the kids to see them not as Arab and Jews, but to see them as people, see each other as young adults, as teenagers that have the same type of music that they like, they eat the same food, they have the same desires, and they see each other on a human level and they get to know each other. And that, for me, that's the most important goal, that Jews and Arabs live in the same country and nobody's going away, and we have to learn to live in harmony or at least together. Das Peace Camp zeigt, zwar als Tropfen auf den heißen Stein, wie notwendig Friedensbildung weltweit ist.